Okay, mein Name ist Hemma Dorner-Reitlinger und ich habe vor 8 Jahren die Montessori-Schule Pinkerfeld gegründet. Zurzeit sind 18 Kinder hier in der Schule, von der 1. bis zur 4. Schulstufe. Und das Thema Dokumentation ist immer ein Thema, vor allem in so freien Schulformen. Der Computer steht in der Klasse und ich schreibe immer sofort mit. Oder vielleicht am Ende des Tages frage ich die Kinder noch einmal, was hast du gemacht? Und sie berichten mir dann und trage das eben ein und habe dann sofort, also vor allem bei den Elterngesprächen, sofort aufgelistet, was die Kinder bis heute gemacht haben, vom ersten Schultag bis heute, mit wem, auch wie sie es können, also je nachdem, was ich halt genau eintrage. Und das ist eine sehr, sehr große Erleichterung. Die Vorteile zu früher sind für mich, dass ich irrsinnig viel Papierarbeit hatte früher. Also ich hatte ganze Listen und das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen Elterngespräche gehabt und habe einfach mit dem Computer das gemacht und das ging irre schnell. Und dann hat man eigentlich mehr Zeit noch aufs Wesentliche, auch so vom Sozialen her und sich zu überlegen, was kann man auch den Eltern konkreter sagen. Also als Montessori-Pädagoge vor allem, ich glaube, öffentliche Schulen brauchen das nicht so, dass ich zum Beispiel das Divisionslabor irgendwo anklicken kann und sehe, wer hat schon die Darbietung bekommen. Ich meine, jetzt mache ich so, dass ich entweder ich erinnere mich oder ich frage das Kind einfach. Ja, es ist jetzt nicht so tragisch, aber das wäre praktisch und dass man vielleicht irgendwo auch sehen kann, die didaktische Reihe, weil wir Montessorianer haben ja ein Curriculum, ja, also wo wirklich klar ist, was nacheinander kommt, dass man einfach vielleicht noch einmal das so sieht, aha, heute habe ich die Teile des Kreises dargeboten, was wäre jetzt das Nächste? Ich meine, wir haben viel im Kopf, aber manchmal wäre es eine Hilfe.